Ja, Tag, Birte. Ja, natürlich bin ich auf Arbeit. Ich bin schon seit einer Woche in diesem Schuppen beschäftigt. Und was soll ich sagen? Es ist eher so suboptimal. Naja, ein Computerfachgeschäft ist nun mal keine Partnertauschbörse, nicht wahr? Die einzigen Leute, die da reinkommen, sind Nerds und Freaks. Aber was soll ich sagen? Ich brauche den Job, sie braucht eine Fachkraft. Also war das eher so eine Kompromisslösung. Entschuldige, ich muss jetzt Schluss machen. Da ist nicht ein Kunde reingekommen. Ja, stell dir vor, der dreht in 2 Stunden. Natürlich hat das was mit dem Vorweihnachtskaufstress zu tun. Moin, moin. Guten Tag, bitte entschuldigen Sie, ich hatte gerade meine Mittagspause gehabt. Was? Es ist erst 10 Minuten nach 11. Natürlich, aber wissen Sie, wie man sagt, der frühe Vogel fängt den vor, nicht wahr? Also, was kann ich für Sie tun, mein Herr? Möchten Sie ein neues Tablet erwerben? Oder soll es vielleicht ein Laptop sein mit extra großer seniorenfreundlichen Leuchttastatur? Oder vielleicht das neue Nintendo-Spiel mit integrierter Rückenmassage? Nein, können Sie mir bitte meine Schreibmaschine reparieren? Ich habe jetzt die Frage nicht richtig verstanden. Können Sie mir bitte das da reparieren? Himmelarsch und Zwirn! Was ist denn das? Ist das ein Relikt aus Afrika? Das ist eine Schreibmaschine aus Deutschland. Oh, damit wollen Sie schreiben? Ja, seit 30 Jahren. Oh. Das verstehe ich nicht. Aber sagen Sie, welches Word ist da drin? Was soll da drauf sein? Word von Microsoft. Da ist ein Farbband drin. Hier, ein Was? Farbband. Ach so, jetzt verstehe ich. Das ist ein Drucker. Nein, das ist eine Schreibmaschine. Sagen Sie, wie alt sind Sie? Es ist unhöflich, eine Dame nach Ihrem Alter zu fragen. Aber um Sie zu beruhigen, ich bin schon volljährig. Aber noch nicht so lange, was? Das ist eine Antiquität, nicht wahr? Das ist eine Schreibmaschine. Aber zum Schreiben brauchen Sie doch keine Maschine. Vor allem nicht, wenn sie kaputt ist. Sie ist ja nicht kaputt. Das heißt, sie ist nur minimal kaputt. Wissen Sie, das Problem ist, dass das F hängt. Das F hängt? Ja, das F hängt. Und das gerade jetzt zur Weihnachtszeit. Na, dann zeigen Sie mir mal Ihr hängendes F. Wo ist übrigens der Achtung? In meinem Wagen. Ja, dann holen Sie ihn doch her. Ja, das geht nicht, das ist festgeschraubt. Was? Also nein, ich meinte natürlich den Akku von dieser Schreibmaschine. Da gibt es keinen Akku, mein blondes Kind. Oh, aber das muss einen Akku geben. Wie soll sie sonst hochfahren? Wie hoch soll sie denn fahren? Na, im Moment wohl gar nicht. Wissen Sie, das ist ein sehr altes Gerät und alles Alte sollte man entsorgen. Aber das meinen Sie doch jetzt nicht ernst. Wieso nicht? Ja, meine Frau ist auch alt und ich kann sie doch nicht entsorgen. Funktioniert sie noch einwandfrei? Naja, so einwandfrei würde ich jetzt nicht gerade behaupten. Wenn man einen richtigen Knopf zudreht. Ich meinte jetzt nicht Ihre Frau, ich meinte das Teil hier. Das hat seinen Geist schon lange aufgegeben. Müsste dringend ein Update gemacht werden. Müsste dringend repariert werden, dachte ich. Ja, das F hängt. Übrigens, was ist mit dem Monitor? Ist der nicht etwa abgestürzt? Abgestürzt? Aber ich gehe damit doch nicht bergsteigen. Diese Schreibmaschine steht seit 30 Jahren auf meinem Schreibtisch. Und plötzlich und ohne Vorwarnung hängt dieses F. Es hängt.
Ja, es hängt. Haben Sie es schon mal mit Steuerung alt entfernen? Bitte womit? Steuerung alt entfernen. Gleichzeitig einlegen. Ja, ich kann entfernen nicht schreiben. Warum? Ja, ich vermute, weil das F hängt. Ach, ja, das habe ich mittlerweile auch verstanden. Sagen Sie, wenn das F hängt, warum schmeißen Sie nicht das olle Ding weg und kaufen sich einen neuen Laptop? Was ist ein Laptop? Ein Laptop, das ist so ein Allzweckgerät, sehen Sie? Da kann man nicht nur damit schreiben, man kann sogar Musik damit hören. Jetzt stellen Sie sich vor, gerade vor Weihnachten ist das so besinnlich, nicht wahr? Last Christmas. Ich habe doch einen Plattenspieler und ich habe ein Weihnachtsalbum von Heinche. Da sind ja, aber mit so einem Laptop, da können Sie auch Filme gucken. Tut zu, ich habe Kabelfernsehen. Da läuft immer zu Weihnachten Sissi auf ARD, auf MDR und manchmal auch auf den Bayerischen Rundfunk. Mit dem Computer können Sie mit Ihren Freunden kommunizieren. Also wenn ich mit meinen Freunden kommunizieren möchte, dann müsste ich in meinem Alter doch eher eine Geisterbeschwörung haben. Sie können im Internet Frauen kennenlernen, echte Frauen und sogar mit ihnen per Video chatten. Ja. Ist eine Dienstleistung für Erwachsene, aber Erwachsene sind sie ja. Ja, ich bin verheiratet, der Zug ist abgefahren. Sie können ungestört auf dem Klo Pornos gucken. Wirklich? Ja. Sagen Sie, kennen Sie die Webseite? Schlanke Schlampen spreizen die Schinken. Nein. Ihre Schreibmaschine kennt die bestimmt auch nicht. Aber so ein Laptop. Und wenn Sie das noch unauffälliger haben wollen, dann raten Sie den neuen Smartphone Galaxy von Siemens. Er kann genau alles, was ein Laptop kann, ist aber viel kompakter. Ach ja? Oder wenn Sie die Schlampen etwas größer sehen wollen, dann gar nicht zu einem Tablet. Weil das ist wie so eine Kreuzung zwischen Laptop und Smartphone. Sehen Sie? Wie so ein Hybrid. Ja, aber was mache ich denn mit meiner Schreibmaschine, die mir 30 Jahre lang treue und ergebende Dienste geleistet hat? Passen Sie auf. In der Europa-Passage, da geht es so gut als Antiquitätengeschäft. Das kauft jeden Schrott ab, auch Schreibmaschinen mit hängenden Fs. Sie entledigen sich dem Teil und ich suche Ihnen inzwischen ein schönes Laptop aus, das alles das tut, was Sie zu Hause umständlich mit Plattenspieler und Telefon und Schreibmaschine erledigen. Ah ja, verstanden. Und kann es auch kochen? Ja! Wenn Sie die richtige App runtergeladen haben. Ah, okay. Was ist eine App?